Immer noch Technik. Was war's bei dir, Jolly? Und bei dir, Koro? Und bei dir ist der Burstung? Ha! Oh no! Ja. Bist du einfach weggedeiht? Yes! Wann hast du das letzte Mal gespeichert? Vor 4 Stunden. Yes. Das Übliche. Ja, das war schlecht. Das hat jetzt gar nicht jeder Abend. Das war einfach egal, oder? Das sind immer noch die 90 Minuten. Das weiß ich nicht. Ich weiß es. Das war ja nur ein Question, das war ja Muss ich aber den ganzen, das Ganze wiederlaufen. Ich habe etwas Brot knusprig auf dem Grill gemacht und einfach Frischkäse dazu. Knuspriges Brot ist manchmal einfach am geilsten. Stimmt. True. Das stimmt wohl. Also es riecht. Oh. Schatz. Es riecht genauso wie ich immer. Wie Hot Love. Hätte ich jetzt auch. Wir waren aber heute essen. Ja, wir waren heute essen. Ich habe unser Essen in unseren Discord unter Food gepostet. Da könnt ihr mal nachschauen. Es war sehr lecker. Es gab Miso-Suppe. Takoyaki, ein Stück Kuchen und Sushi. Sehr lecker. Und da gab es auch so eine Teigtasche. Die ist so gefüllt mit Reis und frittiert und die ist sehr süß und die ist sehr, sehr lecker. Ich weiß leider auch nicht, wie das heißt. Aber sehr köstlich. Die Wurst schon wieder leer. Nee, die muss doch im Kühlschrank sein. Die ist jetzt schon wieder leer. Ja? Ja, auch bei der. Eieiei. Das ist komisch, wenn man den Fahrstuhl hochfährt, dann läuft das Spiel irgendwie gefühlt nicht flüssig. Aber es steht, dass es flüssig läuft. Ja, das ist einfach eine alte Aufnahme wahrscheinlich. Glaube ich fast auch. Oder halt, es ist auch schlecht gerendert gewesen. Jetzt können wir nach links oder nach rechts. Gab es was zu feiern? Nee. Nö. Gab nichts zu feiern. Haben nur mal wieder. Waren nur beim so Zweisamkeit irgendwie mal so. Waren beim Lieblings. Japaner. Ja, dann gehen wir erst rechts lang. Und die Preise gehen bei dem. Also für eine Miso-Suppe zahlst du 2,90 Euro. Ja. Was recht günstig meiner Meinung nach ist. Also ich meine, gibt da schlimmere Preise. Und fürs, shit, ach man. Keine Videosequenz, ich habe nicht gespeichert. Hier, Red sagt auch 2,90 Euro für eine Miso-Suppe ist echt billig. Übel. Ja. Das stimmt. Also die Preise bei denen gehen insgesamt, vor allem wenn man bedenkt, dass der Japaner, der die ganzen Sachen macht, gefühlt 150 Jahre alt ist und wahrscheinlich so ein Ultra-Sensei ist. Der hat halt schon damals in Japan gekocht, ist irgendwie so ein Meister und hat dann, ja, und jetzt sitzt in Deutschland und kocht hier. Oh nein. Ich verschluck. Und 8 Takoyakis? 6,40 Euro, glaube ich. 8 Takoyakis, 6,40 Euro. Ja, also das geht.
Hat's nicht mal einen Euro für einen. Und schmeckt halt Bombe, ne? Also. Ja, aber die Butte schmeckt sehr, sehr lecker. Kann man nichts sagen. Hä? Was? Hä, hey, hier ist das Loch? Mhm. Du gehst aber auch immer den gleichen Weg. Nee, das ist jetzt links, oder? Jetzt da bist du doch gerade eben schon lang. Nee, oder? Ich glaube, ich hätte das andere verwendet. Aus Baden-Württemberg. Sag ich doch. Nee, dann müssen wir nach rechts. Baden-Württemberg. Und das Sushi, also der ganze Sushi-Teller, das war der große Sushi-Teller, größeren gibt's nicht. Mhm. Der hat 10,20 glaube ich gekostet. Aber ich meine, ihr müsst halt auch bedenken, dass Sushi immer teuer ist. Aber das haben wir uns so gegönnt. Also ich will nicht flexen oder so, aber meine Onigiris sind mega gut. Ja. Die sind wirklich sehr yummy. Da kosten Onigiris 3,20. Wieso schade? Aber große Onigiris. Ja, das war der große Sushi-Teller. Es gibt auch, also wo nur Makis drauf sind und so. Du musst halt auch bedenken, das ist halt auch ein kleiner Japaner. Die haben auch nur pro Tag bestimmte Angebote. Also die bieten nicht jeden Tag Ramen an. Heute war zum Beispiel Soba-Nudeltag. Und ich bin noch nie dahin gekommen, wenn die Ramen anbieten. Und ich würde da unbedingt mal Ramen essen. Kannst du mal bitte das machen? Du hättest mehr erwartet. Wie meinst du mehr erwartet? Mehr Geld? Mehr was? Ach so. Hm? Er meint, weil der recht kleinen wirkt, so nach dem Motto. Ach so, ja. Ja, ich sag mal so, wie schon gesagt, das ist kein großer und die variieren halt auch pro Tag mit den Rezepten. Die können auch nicht so ein großes Angebot machen. So, ja, wir kommen auf dem Dreiländereck. Mannheim in der Nähe. Gespannt, wie der Tee schmeckt. Heiß ist er. Kennst du das Dreiländereck nicht, Koro? Muss ich mal den großen von dem, wo ich auch bin, zeigen. Ja, das muss man halt auch dazu sehen. Also das ist alles so, also ich würde ihn jetzt auch nicht als groß bezeichnen, aber das ist halt der größte. Man kann keinen größeren kaufen. Genau. Das meinte ich. Komplett chemischen Cappuccino. Ey, da hatte ich auch mal, habe ich auch manchmal so eine Phase, wo ich so Pulver-Cappuccino trinke. Der Salat bekommt eine 4 von 5, hat da gerne mal geschrieben. Ich will diesen Tee jetzt trinken, weil ich habe nämlich gerade schon ein bisschen was davon probiert, habe mir zwar den Zungen verbrannt, aber schmeckt super krass gut. Das war Salat. Wie bitte? Achso, das ist dein Handy. Ich mag Kaffee auch nicht, Koro. Überhaupt nicht. Bin kein Kaffeetrinker. Cappuccino mag ich aber gerade, also wirklich sowas wie so White Chocolate Cappuccino. So, ja, ich habe auch die Geschmacksnerven von einem Dreijährigen, glaube ich. Also ich mag auch kein Bier und so, also es schmeckt mir alles nicht.
Ja, aber Rests kannst du gerne mal machen. Aber was zahlst du da dann für einen großen Sushi-Teller? Eieiei, okay, das ist nicht mein Lieblingsgebiet, das kann ich jetzt... Du musst eigentlich nur unten auf die Karte schauen, dann ist es ganz einfach. Wo ist die Truhe? Guck mal. Das ist einfach ein schwarzer Diablos. Weißt du, was ich sehr gut finde? Keine Zufallskämpfe, da ist die Truhe. Cool, Koro. Das ist sehr schlau. Oh, Maxi. Lecker. Du hast da ziemlich einen Beef, willst auch schon mit Diablos. Na, soll er doch kommen. Ein Nervengiftsmonster, der Maxi macht Leben am Limit, obwohl sie einfach schreien kann. Heiliger Maxi! Schau mal. Ja, voll geil. Aber sie kann, glaube ich, nicht mit Chuchu schreien, oder? Nee, kann ich nur springen. Ja, tun wir mal den Diablos ignorieren. Wir haben ja die Waffe vollständig. Ich trinke gleich, ich muss nur kurz hier noch schnell machen. Durch den Diablos weg. Der ist brutal heiß, ne? Also wirklich. Heiß as fuck. Heiliger Schnurrbart. Also, Schnurrbart? Schmeckt wie 4 Tonnen Zucker, ne? Eieiei. Oh, aber irgendwie geil, oder? Kann man kaum trinken. Und ein nächster Schluck. Oh nee, das ist zu viel Zucker. Das ist nur Zucker. Das ist, also, das ist ja das, was ich früher gemacht habe, wo ich 5. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe letztens, also als ich früher in meiner Assi-Phase, habe ich immer so Bobby-Tee getrunken. Kennt ihr den? Kennt ihr diesen Bobby-Tee? Also ich weiß nicht, wie man den nennt. Das ist so, ich glaube, so Granulat, so Zuckergranulat und Alat oder so. Ich weiß gar nicht. Das sind so komische, keine Ahnung, gibt es Apfel und so. Das sind so Dosen und das ist wie so. Ja, weiß gar nicht. Das sind so, ja, keine Ahnung. Das nimmst du dann 3 Löffel, haust das in irgendwo rein und dann schüttest du Wasser drauf und dann löst sich das da drin auf und dann kannst du das trinken. Und das ist eigentlich purer Zucker. Und letztens bin ich, ich habe früher Milch warm gemacht und eine Packung Vanillezucker rein. Jo, krass, Jolly, echt. Das geht ab. Noch nie von gehört, klingt wie Drogen. Ja, nee, das ist so billig Scheiße. Das gibt's irgendwie in jedem Discounter irgendwie zu kaufen. Das sind so Dosen, so Plastikdosen und da ist so ein arschbillig. Das kostet, glaube ich, 2 Euro oder so ein Ding. Und das ist glaube ich das. Ich weiß gar nicht, ob man das normal trinkt oder ob das. Ich glaube, das kaufen alle nur, wenn sie kein Geld mehr haben oder so. Habe ich nicht einen Käferrüstung gemacht? Habe ich das nicht? Nee, die wolltest du machen, du konntest sie nicht. Nee, aber ich habe doch einen erlegt nochmal, oder? Nee, du wolltest ihn erlegen, bist aber dann umgedreht, weil wir wegen dem Sound. Thank you. Hä? Du meinst Krümeltee? Guten ja. Abend. Hi, Marcy. Genau, Krümeltee. Krümeltee. Wir haben den aber Bobby-Tee genannt. Und ich glaube, chemischer billigen Scheiß ist Liebe. Der Köcher hat dich gemacht, hat Sebastian gesagt. Ach, da bist du gestorben. Oh, so, shit. Genau. Ja, Marci, was geht ab? Schön, dass du da bist. Wie geht's dir so? Hallo, Marci. 65,70, die große Platte. Ja, okay. Aber, also der hat 10 Euro gekostet. Der Teller. Genau, und dieser Krümeltee, ich glaube, das ist nichts, wo man sich so kauft. Ich glaube, das ist wirklich nur so, das ist, was man da hat, wenn man irgendwie am Ende des Monats kein Cash mehr hat. Und ich kenne das halt aus meiner Asi-Zeit früher so ein bisschen.
Also nicht, dass ich jetzt irgendjemanden hier fronten will oder so. Aber ich bin da letztens dran vorbeigelaufen und es gab einfach Himbeere-Vanille. Und ich dachte mir so, damn. Also es gibt ja nichts Geileres, also vom Geruch her, als so heiße Liebe-Tee. Der riecht so gut, ne? Ich dachte mir, ich kaufe das jetzt. Die Maxi hat dann auch gesagt, hä, wieso kaufst du so einen Scheiß, ne? So. Und ich dachte mir, nee, ey, das ist doch geil. Und habe das jetzt gerade mit heißem Wasser gemischt. Und jetzt gut, selbst Krümeltee ist mega geil. Also wie gesagt, hey, no front und so. Ich kannte das immer nur von meinen, keine Ahnung, wie nennt man denn sowas? Polite. Assi-Freunden. Von meinen Assi-Freunden. Von meinen Harzi-Freunden oder so, genau. Weil meine Mama hat das nie gekauft, die wollte es nie kaufen. Voll scheiße, weil ich wollte es dann immer haben als Kind und so, und die hat gesagt, nee. Hey, nee, Koro, what the fuck? Jetzt leg mir doch nicht, dreht es doch nicht so hin. So meine ich das doch gar nicht. Weil bei uns ist ja auch so, wir haben ja am Ende des Monats auch keinen Cash mehr. Aber die, ich meine jetzt eher so im Sinne von diesem Krümeltee. Doch! Das ist jetzt richtig hoch. Und dieser Krümeltee ist halt einfach scheiß ungesund, weil das ist halt purer Zucker und so. Ey, der zerfetzt dich, Maxi. Ja, ich sehe es, Daniel. Du brauchst eine bessere Rüstung und ein besseres Monster und ein besseres Videospiel. Nein, das Videospiel ist mega geil. Und Poro ist Level 17. Ich finde es so cool mit den Levels, das ist wie ein Videospiel. Genau. Und diesen Krümeltee, den habe ich jetzt gemacht. Und der schmeckt halt ultra künstlich, aber ich find's irgendwie geil. Gibt's da so geilen Krümeltee auch und so? Also ich kenne nur den. Und ich kannte früher, hatten die, glaube ich, immer Apfel. Hey, und wie die das gemacht haben. Wir haben das immer so gemacht, du hast keine Schallpumpen. Wir haben das immer so gemacht, wir haben so alte, so, es gab doch diesen Billig-Eistee irgendwie, so diese 1,5 Liter Flaschen Billig-Eistee aus dem Aldi oder Penny oder so. Die leere Flasche genommen, da dann diesen Krümeltee reingeschmissen, dann Wasser drauf gekippt und geschüttelt und das dann gesoffen. Ey. Also, war geil, hat gut geschmeckt und so, aber die Zeiten waren so schrecklich. Aber der Krümeltee ist geil, also der ist echt geil. Nee, diese Plastikflaschen. Boah, das sind so krass, das ist purer Zucker, ne? Aber das schmeckt, wie der Tee riecht. Ja. Das ist doch das, der wie Fischfutter aussieht. Genau, Rest! Genau den meine ich. Perfekte Beschreibung. Himbeere oder Pfirsich, genau. Mega geil. Und ich kannte dann noch Apfel. Apfel gab es auch noch irgendwie. Und das ist jetzt aber Himbeere-Vanille. Und das ist irgendwie geil, Leute. Irgendwie geil. Jetzt will der sich schon wieder verkramen. Nee, der wollte Fokus Kraft machen. Scheiße. Egal. Den habe ich früher gelöffelt. Ich auch. Aber nur bei Leuten, bei denen ich war. Weil wir hatten den nie. Deadly. Rest einfach perfekt. Jetzt wissen alle, worum es geht, nachdem der Red geschrieben hat. Dieser Krümeltee, das ist doch der wie Fischfutter aussieht. Und alle so, ach, den kenne ich, ach so. Genau. Krümeltee weckt immer Jugenderinnerungen und im Sommer ist der mega nice, wenn man den einfriert und Eiswürfel draus macht und immer einen der zwei. What the fuck? Jetzt muss ich warten, bis Werbung vorbei ist. Weil der Marci hat es geschrieben. Ey, aber stimmt, wir haben es auch angelöffelt. Ey, das ist so crazy gewesen, Zeug. Boah. Auch immer 3 oder 4 von den Dingern. Ultra crazy das Zeug. Und Krümeltee ist der von Krüger ganz gut. Von Krüger gibt's Krümeltee? Ich dachte immer, das ist so reines Billigzeug irgendwie. Also der, den wir jetzt hier haben.